Ja, dann an dieser Stelle herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Map Old Times mit Kater und Shotek. Moin, moin. Bisher ist ihr nicht sehr erfreut, aber es uns begrüßt, Kater und Shotek. Doch, doch, ich bin höchst erfreut, wie immer. Oh, ich muss den Grubber nochmal senken, fällt mir gerade ein hier. Wir haben endlich neue Fahrzeuge. Yeah. Kater hat endlich mal Geld ausgegeben. Oh ja. Nicht? Doch. Achso, ich habe so einen lustigen Raba. Raba, Rababa. Und ich darf grubbern. Yeah. Ich grubber hier. Warte, wo du bist? Ja, ich bin auf Feld 6. Da stand, glaube ich, mal Mais. Oder war es Weizen? Nee, auf 6 war Mais. Da haben wir letztens Mais. Ah, ja. Keine Mais gemacht. Ja. Siehste. Ja, du hast einen dicken Grubber, da kann ich doch gleich mal mit der Saatmaschine können. Ja. Dass wir endlich mal wieder was zu ernten haben. Wir haben ja nichts mehr. Überall sind bloß noch Stöppeln. Ich meine, es ist noch mal Zeit, dass wir hier... Oh Gott, ey, wie fahre ich denn? Ich fahre wie so ein Besoffener hier, ey. Oh. Ganz schön Raubbau betrieben. Was? Raubbau? Ja. Raubbau. Wir haben die Natur ausgeraubt und getötet und vernichtet. Alles zerstört. Haben wir. Wer hat Schuld? Hallo? Ja. Genau. Wie immer. Alle Muscheln haben. Stimmt auch. So. Warum ist das Feld noch nicht fertig, Flo? Ich habe mein Bestes gegeben. War nicht gut genug. Ja, das höre ich öfter. Ja, ich bin hier ein bisschen besoffen in der Gegend rumgefahren. So. Machen wir hin. Muss noch ein bisschen üben. Was machen wir denn da? Was hab ich denn hier? Warte. Gerste? Machen wir mal Gerste. Weizen haben wir ja schon. Ach, gibt ja mehr. Oha, was hast du denn da für ein Gewicht vorne dran, Kater? 1700 Kilo. Sonst lässt er sich ein bisschen schlecht lenken. Die Saatmaschinen, die sind so unheimlich schwer, obwohl es nicht mal groß ist, das Ding. Das ist schon nicht wenig. Und klein mit Besen und was weiß ich, Heugabel, was ist da noch vorne? Alles, was der Mann so braucht. Warum hörst du hier auf? Weiß ich nicht. Habe ich da aufgehört? Ja, warum hast du hier nicht weitergekuppert, frage ich mich gerade. Du bist schon besoffen, wa? Ja. Fehlt eine Ecke. Oh, Entschuldigung. Ja, da ist ein. Ein klitzekleines Problemchen. Was denn? Ich weiß nicht, wo der Stroh ablaufen soll, abbiegen soll. Jo, was sammelst du das Zeichen auf? Probier's noch bei der Kühe oben. Ja, was ist da los? Das könnte funktionieren, ja, bei den Kühen um. Ja, ich habe das ja letztes Jahr schon gemacht, über die Kühe um. Guck doch einfach, warte mal. Ja, da steht kein Stroh nicht drin. Moment mal, Flo, machst du mal die Ecke noch hier? Ach so, ja. Wir hier ein sauberes Feld haben und nicht mit irgendwelchen solchen hier. Ja, zu viel. Bin Steinbock, da bin ich winglich. Ja, das ist okay. Danke. Reicht. Ich habe schon gesät. Ah, okay. Das läuft doch. Ich glaube, letztes Mal, als wir Oldtimes aufgenommen hatten, hatten wir noch keine 1000 Abonnenten, ne? Nein. Nein, aber jetzt an dieser Stelle nochmal vielen Dank für 1000 Abonnenten. Ne? Auch wenn Shotek sich 500 Fake-Accounts angelegt hat. Das verraten wir keinen. Ups. Nein, war, macht immer noch sehr viel Spaß und wir sind auch mittlerweile bei über 1030 Abonnenten. Auch sehr schön. Läuft. Wie beim Länderspiel. Es ist nicht mehr weit bis zur Million. Nur noch 990.000. Hey. Ich weiß, was du dann machst. 999.000. So. Was ich dann mache, ich weiß ich nicht.
Ich sage jetzt lieber nicht, dann fresse ich einen Besenstiel. Sonst kriegst du dann auch irgendwie als Trickfilm hin, oder? Ja, das wäre bestimmt möglich, aber. Hier fehlen schon wieder Ecken. Sag mal, Alter! Wo fehlen Ecken? Hier steht Zeug noch auf dem Feld rum und sag mal, siehst du das nicht? Oh, hab ich da was vergessen? Warte mal. Irgendwie. Ich komme. Alter, wenn du nicht kannst, nimm Helfer. Doch, nee, ich kann das. Es scheint nicht viel zu sein. Fahr dich einfach drüber, scheiß drüber. Nee, hey, warte. Oh. Mist. Ja. Ach, lass doch stehen, das scheiß Ding. Eine Flansche. Möchte ich sagen. Ja. Aber ich habe gerade im Hof drin ein Lager für Rüben und Kartoffeln entdeckt. Ja, aber du kannst nicht verkaufen. Du könntest gerne zum Feld gehen und die nach und raus zupfen. Ja, stimmt. Kartoffeln, Rüben, doch, bei der Reederei kann man es verkaufen. Und ja, wie kann man die verkaufen? Wir können sie bloß nicht ernten. Oder wir sind uns zu fein, die zu ernten mit einem kleinen Rüben-Dings da. Weiß es nicht. Du kannst ja so einen Rübenernter kaufen, Showtex, so einen kleinen. Den du an den Traktor vorne ranklemmen kannst. Ja, wenn wir mal 200.000 übrig haben. Nee, du, nicht die Erntemaschine, die große. Leinen. Ein Einreigen. Ja, pass auf, die große Kartoffelernte kostet 480.000, meine Freunde. Ja. Die kleine Grimme zum, Rädern vom von den Grautschlagen da kostet 88.000. Rübenernter 17.000 zum Schlagen, 88.000 zum Ernten. Der Krautschläger für 17.000 und 88.000 kostet der Ernter. Ja, du bist gerade bei der Rübenernte drin. Ja. Ja, und ich war gerade bei der Kartoffelernte drin. 7.900 und 127.000. Ja. Das ist ganz schön teuer. Ja. Bitte müssen wir mal ein bisschen reinmachen hier, da müssen wir mal ein bisschen. Was bekommt man da? Pro Tonne 888 Euro. Ist ja nix. Ja, und wird sich das nicht. Also das meiste geht momentan für Raps. Also kommt da drauf an. Ja, du darfst doch nicht vergessen, was kriegst du aus einem Feld Tonnen raus von den Kartoffeln und Zuckerrüben. Ja, stimmt. Ja, du kriegst schon mehr raus, aber ich wusste damit nicht. Das ist halt doch Realismus pur. Wäre eben schade, das jetzt unterzugruppern, weißt. Das stimmt. Ja, wenn wir mal eine Million auf dem Konto haben, dann können wir schon. Machen wir erstmal noch die anderen Felder, die wir mal noch bestellen und dann sehen wir mal weiter. Ja. Lass mal das eine Feld hier, die drei hier oben, die sieht schon schön grün aus, lassen wir die erstmal so stehen. Also hier das da oben auf der 3 sind das Rüben oder Erdäppel? Das kann Tom dir bestimmt sagen. Was denn? Wo denn? So 3. 3 ist. Der ist wie Rüben, ne? Zuckerrüben, ja. Mach weg den Dreck. Mach mal herab. Nö! Du hörst mir auch nicht zu. Wir haben genug andere Felder, die wir erstmal bestellen können. Lass die 3 erstmal stehen, würde ich sagen. Die sieht doch so schön grün aus. Okay. Ich suche trotzdem eine Ablage für Stroh. Das wäre die erste Map da, wo man Stroh nicht ablagen kann. Ja, kann man aber bestimmt. Wo muss es schon gehen? Ich bin doch nur auf der Suche. So werdet ihr finden. Ich habe mega Hallen hier oben, also beim Hauptkopf. Beim Haupthof? Beim Haupthof, sorry, beim Kuhhof. Du, soll ich dir was sagen? Ich war noch nie da oben. Nee? Hey. Warum das denn nicht? Weiß ich nicht. Ist doch schön da oben. War bis jetzt das Bedürfnis noch nicht da hochzufahren. Ich hätte ja immer hier unten zu tun. Dann wird's wohl mal Zeit bald. Ja. Was ist hier überhaupt der Trigger? Hier sind wir. Ach, ja, der Raub ist fertig. War nicht fertig. Wollen wir denn hier abladen?
Komm, beweg dich, du altes Ding. Ich kann kaum übers Lenkrad rüber gucken hier. Im Rabe. Nicht der schönste Mod, aber irgendwie einer der coolsten, finde ich. Ja, der hat schon was. Der Textur her könnte ein bisschen besser sein, aber nö. Noch. Er zieht was weg. Ich glaube, ich habe das schon den Kunden. Ja, wo denn? Im Hof, warte mal. In der Nähe von der Tankstelle, weißt du die? Die Tankstelle? Ja. Ja, die kenne ich. Wenn nicht die bei dir im Dorf. Warte mal. Und da kannst du Stroh abladen aus. Sieht wohl so aus, ich hab gerade eine Halle entdeckt, wo Stroh drin ist. Okay. Dann so Quaderballen.